Herzlich willkommen, meine Freunde, zu Orcs Must Die, dem netten Bewerbungsvideo für die Let's Player Woche. Jo, somit, na, wisst ihr ja, ich mache hier mit. So, wir machen einfach nur mal ein kleines Spielchen. Spielen die Bäder. Yeah, ich habe die wenigsten Punkte von den Leuten in meiner Friendlist. Oh, ist das geil. Na dann, los. Also, viel zum Spiel erklären werde ich jetzt nicht. Aber so ein bisschen Basics. So. Nicht gerade viel Platz zur Verfügung. Vom Tor zum Spalt ist für die Orks nur ein kurzer Weg. Diese Säuregruben könnten nützlich sein. Ja, Mann, du sprichst Worte. Diese Säuregruben können nützlich sein, werden sie auch. So, ganz stumpf. Diesen Kristallportal-Ding muss ich verteidigen. Das hier ist, wie man es auch schon sieht, Säure. Von da kommen die Orks. Und, naja, diese kleinen Wege zeigen an, wie die nachher laufen werden. Und ich habe da unten, links, ne? Da unten. Habe ich meine Ressourcen stehen, wie viel, na, ich sag mal, Magie gleich. Ich sag einfach Baudinger. Ich habe, hier sieht man übrigens auch noch die Gegner, die kommen. Ork-Krieger und Armbrust-Ork. Kann man jetzt hier schön Items auswählen. Die Armbrust hat man immer. Ich könnte auch noch die Nahkampfwaffe für den Klingenstab nehmen. Nehme ich aber nicht. Denn ein Ork ist damit, weiß ich nicht, vielleicht erst in 3 Schlägen weg. Und in der Zeit hauen die einmal auf dich ein. Verliert man zu viel Leben. Naja, was ich auf jeden Fall kaufen werde, ist eine Bodenfalle. Was ich mitnehmen werde, ist die Bodenfalle. Ach, die Bodenfalle. Die Giftstachelfalle und die Teerfalle. Die Sache, ja, die Sache, man sieht ja schon, hier gibt es nicht gerade so viel Platz. Deswegen muss man sich immer schon am Anfang gucken, was nämlich mit den Windgürteln nehme ich mit. Den nehme ich eigentlich fast immer mit, aber der ist auf dieser Karte wirklich gut. Dann haben wir noch, ja, was nehmen wir sonst nochmal vielleicht mit? Eine Barrikade. Die wollte ich auch irgendwann mal benutzen. Okay, jetzt habe ich das gewählt. Jetzt kann ich das. Noch kann ich es umändern. Sobald ich einmal die Runde bestätigt habe, geht das nicht. Die Schilder übrigens an den Items hier bedeuten, dass ich die schon mal abgegradet habe. Man kann das nur einmal machen. Wie man auch am Anfang hatte, man die Möglichkeit, dann kann man sagen, so ein bisschen upgraden mit den Totenschädeln, die man bekommt, wenn man hier die Level macht. Aber auf jeden Fall. Wie mache ich denn das mal von den Barrikaden her? Ich könnte die hier hinsetzen, auf jeden Fall. Ich wollte auf jeden Fall das mal nachher austesten, wenn ich ein paar mehr Punkte habe. Aber so lang... Es wird richtig wehtun. Jo, aber so. Lang ich die noch nicht wirklich habe. Soll ich bauen, soll ich nicht bauen? Ach komm, ich baue erstmal nicht. Sondern werde hier erstmal normal zu bauen. So. Hier schön normale Angriffe. Und rechte Maustaste. Spezialangriff, der da oben links auch ein bisschen meine Mana verbraucht. Aber dafür regeneriert sich das immer schön. Das hat jede Waffe. Der Windgürtel, der macht wusch. Kannst du Gegner mit weghauen. Der rechte Maustaste, ja. Kann ich nicht aufheben, kein Ziel. Kann man einen Gegner hochheben und danach irgendwann wieder fallen lassen. Gut, meine Fallen kann ich auch wieder verkaufen. Upgraden geht leider nicht. Und oben rechts sieht man auch, hier, kann man auch schön die Gegner sehen, die nicht durchgehen dürfen. Also natürlich, wenn 20 durch sind, ist Ende. Minimap erklärt sich von alleine und darunter stehen die Wellen. Und ich drücke jetzt einfach mal G, die Horde entfesseln. Und da kommen sie schon. Gucken, kriege ich es hin? Nein, nein. Ja, Kopfschuss, Kopfschuss. Das Spiel belohnt Kopfschüsse. Jetzt kann man noch mal im Windgürtel sehen. Wusch. Rup. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt schon mal Schaden genommen, deswegen bevorzuge ich halt meistens die Armbrust. Die Armbrust und wenn die Gegner zu nah kommen, einfach mal einen Windgürtel nehmen und die Gegner wegschießen. Das ist es dann eigentlich schon. Natürlich nicht sterben.
Sterben kostet. Oder. Sterben kostet nicht wirklich, aber es bringt 5 von dieser, ich sag mal, Portalenergie weniger. Die will ja keiner weniger haben. Ach, liegt da noch? Ah, okay. Liegt einfach tot rum. Diese Tränke, die werden auf der Karte grün angezeigt. Die füllen ein Leben auf. Und jetzt hat man, sieht man schon noch 5, 4, 3. Dann kommen wieder ein paar Gegner. So. Komm, die brauche ich noch nicht. Brauche ich erstmal davon welche. Und Bogenschützen. Jo. Da sieht man jetzt auch schon die ersten gegnerischen Bogenschützen kommen. Das Problem an den Deppen ist, die sind so programmiert, dass sie, wenn man läuft, die genau so schießen, dass man in die Laufrichtung, in deren Fallrichtung rennt. Na, 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 na. Und das heißt, alles im Klartext, die Viecher sind verdammt lästig. Fällt mir ein, da kann ich doch, ich kassiere schon wieder viel zu viele Treffer. Das ist dann übrigens auch der Grund, warum ich dieses Level erstmal als einziges so schlecht abgeschlossen habe. Alles klar. Ja, du bist der beste Kampfmagier. Natürlich. Kling, kling, kling. Alles klar, dann bauen wir uns noch am besten mal ein paar Terfallen. Ja, kleines Geschenk. Brauchst du gar nicht. Holen wir uns nochmal ganz schnell das Leben. Rennen kann man hier eigentlich mit zwei Möglichkeiten. Der erste schmeißt mit Orks ins Wasser. Nein, Scherz. Doppelt nach vorne tippen oder einfach Shift drücken. Man sieht auch schon, wenn man öfter mit der Armbrust schießt, dann naja, streut die ganz schön. Aber ist halt meiner Meinung nach... So, das betäuben wir auch rein. Ist aber meiner Meinung nach einer der besten Waffen. Weil, wie gesagt, würde ich jetzt da drin stehen und die Viecher von Hand kloppen, das wäre viel gefährlicher. Und jetzt sieht man schon, dass ein paar Gegner durchkommen. Was natürlich nicht so gut ist. Piu. Irgendwie bin ich richtig gut. Ah ja, der Humor von dem ist ziemlich lustig. Auf jeden Fall, alle nach 3 erfolgreichen Wellen muss man die Horde wieder manuell entfesseln. Das ist praktisch, weil man dann endlich mal in Ruhe was aufbauen kann. So, jetzt verkaufe ich auch die Terfallen. Denn jetzt wollte ich nämlich mal die... Nein, da wollte ich die nicht. Die Barrikaden. Die Barrikaden zerstören die Gegner nicht. Außer, ich würde jetzt hier alles zumachen, dann würden die Barrikaden kaputt hauen. Und die machen die auch... ziemlich schnell kaputt. Kann ich da einsetzen? Nein, Bogenschützen im Weg. Kann ich auch noch für den vollen Preis verkaufen? Perfekt. Das ist natürlich schön. Verkaufe ich noch die beiden. Setze dafür dann Terfallen rein. Und baue dann hier mit 2 weiteren Barrikaden zu, dass die Gegner hier, man sieht es auch schön, so durchlaufen. Jo. Jetzt habe ich nur kein Geld mehr. Ich hätte mir das Upgrade, dass diese Barrikaden etwas weniger kosten, mir holen müssen. Naja, aber weiter geht's. Schwarze Gegner. Die einzigen, die halt einen wirklich irgendwann richtig auf den Stinker gehen, sind halt Bogenschützen. Also die Armbrustschützen. Die Armbrustschützen. Der Vorteil ist, jetzt brauche ich nur einen Gang verteidigen. Und es ist gleich viel einfacher. Na, so lange, bis ein paar Bogenschützen kommen. Es ist auch viel einfacher, die Gegner so in die Säure zu schubsen. Viel einfacher. Und es funktioniert. Verdammt gut. Hätte ich nicht gedacht. Ich muss Barrikadenfallen mal öfter verwenden. Ich habe die voll unterschätzt. Busch. Weg. Oh, krass. Wusch. Ach, ich finde es immer geil, wenn Spielmusik so cool ist. Man sieht, sie greifen nicht die Barrikaden. Gut so.
Hey, du lebst noch. Na, was soll ich mal mit dir machen, hä? Hä? Rein. Mann, bin ich nett. Alles klar, auf jeden. Jetzt haben wir nämlich genügend Geld wieder. Bogenschütze, Bogenschütze, Bogenschütze. Kein Geld. Warte mal, was stand da? Nicht genügend Geld. Das ist einfach Geld. Beste Währung, die es jemals gibt. Geld. Stoppschuss. Schießen die Barrikaden kaputt, verdammt. Also wahrscheinlich machen sie es nicht mit Absicht, aber sie machen es unabsichtlich. Hauen sie die ganzen Barrikaden kaputt. Rein da, rein da, rein da. Komm hier, es sind ja diesmal nur welche von denen gekommen. Was auch passieren kann, ist... Und wie geht's meinen Bogenschützen? Der eine ist so gut wie tot. Ja, die kosten... Je mehr Schaden die nehmen, desto billiger sind sie. Naja, egal. Fallen sind eine feine Sache. Jo, da hast du recht. Fallen sind eine feine Sache. Wollen wir hier erstmal zu... Ich müsste theoretisch da vorne noch welche hin tun. Hallo, ihr macht meine Barrikaden kaputt. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, 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 fuck. Ich will nicht drauf gehen. Ich habe jedes Mal den Rekord nicht geschafft, weil ich immer drauf gegangen bin. Dadurch 5 Punkte verloren habe. Waaah! Yes, hab's geschafft. Wuhu! Mann, lass doch mal meine Barrikaden ganz. Wuhu! Den Windgürtel liebe ich aber. Den habe ich schon von Anfang an verwendet. Den bekommt man hier in dem Level nämlich frei, wie man am Anfang gesehen hat. Wusch und wusch. Und wusch. Die Barrikaden sind so gut wie kaputt. Aber fertig. Boah, ich finde die Musik so geil. 4 Schädel? What? Warum 4? Okay. Okay, hätte ich 7,5 Minuten gebraucht, um die ganze Show hier zu schaffen. Also 34 Sekunden weniger, hätte ich den 5. Schädel bekommen. Also für mich, ich darf den ganzen Scheiß nochmal machen. Naja, aber diesmal weiß ich ja, Barrikaden bringt. Dann am besten oben noch ein paar machen, aber nee. Boah, die Musik ist geil. 42.000. Zurück. Verbesserung kaufen. Ja, diesmal kann ich die Verbesserung kaufen. Barrikaden kosten weniger. Kann ich mir nicht leisten und das andere auch nicht. Ach, ja, ist das schön. Naja. Kampagnenmenü. Ja, wie viel in der Liste bin ich denn jetzt? Ja, hier habe ich auch noch mal ein paar auf 4 Sterne geschafft. Ich bin diesmal... nett. Besser auf jeden Fall. Na dann, Leute. Das war mein Video. Naja, mein Bewerbungsvideo für die Let's Player-Woche. Ciao.